Mit dieser Technik, die ganz im Dienste der Sicherheit steht, darf ein Auto schnell sein. Auch hier lässt der Audi kaum Wünsche offen. Obwohl sein V8-Motor, der sich auch optisch sehen lassen kann, mit 3,6 Litern Hubraum relativ klein ist, leistet er als 32 Ventiler mit modernster Motronik immerhin 184 kW gleich 250 PS. In Verbindung mit dem guten CW-Wert von 0,32 ergibt sich aus Messungen in beiden Richtungen eine Höchstgeschwindigkeit von 244 km/h, in einer Richtung sogar knapp 246. Dabei ist der Geradeauslauf so gut, dass keine besonderen Anforderungen an den Fahrer gestellt werden. Da aber die Laufruhe in allen Geschwindigkeitsbereichen fast konkurrenzlos gut ist, sollte sie über die hohen Geschwindigkeiten und die sich daraus ergebenden relativ langen Bremswege nicht hinwegtäuschen. Da steht sie nun, Ihre jüngste Kreation, der V8. Herr Dr. Pirch, nennen Sie mir einen wirklich guten Grund, warum ich dieses Auto kaufen sollte. Sie finden außer bei Audi in der obersten Luxusklasse kein anderes Fahrzeug mit einem permanenten Allradantrieb. Prestige spielt ja gerade für Deutsche beim Kauf eines teuren Autos eine besonders große Rolle, anders als in Frankreich oder in Italien. Wie will Audi ganz oben in der Preisskala das Prestige erwerben, das ja zwei ihrer Konkurrenten zweifellos schon haben? Wir haben den Schritt seit langem vorgehabt und den Markt beobachtet und dabei festgestellt, dass die beiden anderen Süddeutschen den Drang zum permanenten Allrad in der Luxusklasse nicht verspürt haben. So meinten wir, in diese Marktlücke vorstoßen zu müssen. Wie weit lässt sich eigentlich die massive Kraft eines solchen Autos, wie es der V8 ist, ohne Verlust auf die Straße bringen? Wie weit lässt er sich nutzen angesichts der Verkehrs- und Wetterverhältnisse in diesem Lande? Wir haben es nicht nötig, bei permanenten Allrad oder Quattro, wie wir es nennen, irgendwelche Regelfunktionen, Anti-Schlupfregel oder sonst etwas zu verwenden. Wir sind unter allen Gegebenheiten in der Lage, ausreichend Leistung auf die Straße zu bringen, auch bei Regen, Nässe und auch bei Eis und Schnee. Wir meinen, dass wir noch eine gute Chance durch den permanenten Allrad für ein paar Jahre noch eine Alleinstellung dazu haben. Und wir meinen, dass es einfach die Attraktivität und die Zeit für uns arbeitet. Ist dieser Vierradantrieb nicht speziell ein Wintervergnügen? Spielt er im Sommer eigentlich eine große Rolle? Wir demonstrieren das gerade in Amerika mit Trans Am, in dem unsere Autos, je kurvenreicher die Strecke und je eckiger die Strecke wird, desto überlegener sind sie. Auf trockener Straße, wir hatten bei 7 Einsätzen noch nicht einmal Regen. Unsere amerikanischen Konkurrenz, die leistungsmäßig weit überlegen ist, um die Nase fährt. Das würden wir selbstverständlich auch gerne auf normalen Straßen demonstrieren. Nun entwickeln sich so leistungsstarke, kräftige Autos peu à peu zu so einer Art deutscher Spezialität. Da hat die deutsche Automobilindustrie ja erheblich weniger zu befürchten als beispielsweise die Japaner und die Italiener und die Franzosen. Ich glaube, dass wir dank freier Fahrt auf einem Teil der Autobahn einen Fundus für uns Entwickler haben, der uns erlaubt, in Deutschland heute noch die besten Spitzenklasse-Fahrzeuge der Welt zu erzeugen. Und diesen Vorteil, den sollten wir nützen, solange er uns erhalten ist.
Wenn doch die Anzahl der Zylinder eine Prestigefrage ist, dann werden Sie auf die Dauer mit 8 Zylindern wohl nicht auskommen. Dann müssen es irgendwann ja wohl auch mal 12 sein. Ich glaube schon, dass wir längerfristig mit 8 auskommen. Mir steckt heute noch der Schock in den Knochen, wie 1974 die 12-Zylinder alle starben. So ein 12-Zylinder verbraucht im Leerlauf fast so viel Kraftstoff, wie wir heute in der Lage sind, mit einem Turbodiesel 100 Kilometer weit zu fahren. Wir sind deshalb im Hubraum nur auf 3,6 Liter gegangen. Wir meinen, ein V8 mit 3,6 Liter Hubraum würde auch eine nächste Energiekrise heil überstehen. Wenn ich mich zurückerinnere, für unsere Marke deutlichen Prestigezuwachs haben wir in den Jahren bekommen, wo wir etwas Einmaliges für unsere Marke getan haben. Der Quattro-Antrieb war ein solcher Schritt. Die weltbeste Limousine im CW-Wert war ein nächster Schritt. Der dritte Schritt war die Vollverzinkung, dann verbunden mit einer 10-Jahres-Garantie. Das waren drei Aufwärtsschritte für unsere Marke. Und gefehlt hat eigentlich nur noch ein Auto in der Oberklasse. Das haben wir damit jetzt dargestellt. Herr Dr. Pirch, nun wendet sich dieses Auto ganz klar besonders an den anspruchsvollen Käufer. Der soll nun hier vom Werk auch besonders anspruchsvoll behandelt werden. Zum Beispiel an dem Tag, an dem er hierher kommt und sich sein neues Auto abholt. Aber auch in der Zeit nach dem Kauf, nämlich durch eine Betreuung, man kann das auch Patenschaft nennen, wenn Sie so wollen, durch leitende Mitarbeiter, die sich dann beim Käufer erkundigen, ob er mit seinem Wagen zufrieden ist. Glauben Sie wirklich, dass so etwas Eindruck macht auf einen Menschen, der 80 oder 100.000 Mark für ein Auto ausgeben kann? Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube heute, dass in unserer Industrie die menschlichen Kontakte zu unseren Kunden ein Riesenfeld, ein Riesennachholbedarf ist. Sie haben viel erfahren eben über das neue Flaggschiff von Audi, über den V8, von Dr. Pirch, über die Motive, die Audi bewogen haben, dieses Fahrzeug in der Spitzenklasse zu etablieren und über die technische Umsetzung des Konzeptes von unserem Autotester von Paul Freyer. Herr Freyer, Sie waren früher mal Rennfahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen riesigen Spaß gemacht hat, das Auto so ranzunehmen, wie Sie es rangenommen haben. Aber im normalen Straßenverkehr würden Sie das ja nicht tun. Nein, Spaß hat es schon gemacht, aber ich mache es nicht nur aus Spaß. Um ein solches starkes Auto gut kennenzulernen, müssen Sie schon in den Grenzbereich gehen. Das Auto hat hohen Komfort, sicheres Fahrverhalten, all das haben Sie dem V8 attestiert, aber das sind in dieser Preisklasse ja fast schon Selbstverständlichkeiten, das haben andere Autos auch. Was zeichnet denn den neuen Audi in der dünnen Luft der Luxusklasse aus? Deutsche Autos sind ja im Allgemeinen gut ausgereift. Was diesen Audi auszeichnet, ist vor allem, dass er so viele technische Lösungen in sich vereint. Die wollen wir jetzt mal auflisten. Fangen wir an mit dem Quattro-Antrieb. Herr Freyer, Sie kennen den Markt. Warum bieten die anderen Hersteller keinen Wagen mit 400-Antrieb an? Ja, ich glaube, die Vorteile des Allradantriebs haben sich noch nicht genug herumgesprochen. Und deshalb scheuen sich die Hersteller der oberen Klasse, ihn anzubieten. Ich glaube, hier hat Audi eine richtige Nische entdeckt. Herr Freyer, diese hohen Fahrleistungen, die brauchen natürlich ein hohes Maß an aktiver wie passiver Sicherheit. Mir ist da eben in dem Film eine Sequenz aufgefallen, die hat mit ABS, also mit dem Bremsvorgang zu tun. Vielleicht sollten wir es sich jetzt mal angucken. Warten Sie mal ab. Herr Freyer, da habe ich aber ganz deutlich einen kleinen Drucker gesehen.
Ja, Sie müssen bedenken, links ist da ein ganz griffiger Belag und rechts ist der Belag praktisch eisglatt. Also da muss man dem ABS schon Zeit lassen, einzugreifen. Was ohne ABS passiert wäre, das können wir Ihnen jetzt zeigen. Herr Frehr, ABS, das ist aktive Sicherheit. Der passiven Sicherheit im neuen Audi V8 dient das ProContent-System, das ja in Ingolstadt entwickelt worden ist. Ja, und das gefällt mir so gut, weil es so einfach ist. In unserer Zeit der Raumfahrt und der Elektronik hätte es auch Leonardo da Vinci erfinden können. Und es ist so leicht, auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Man braucht dann nur die Motorhaube aufzumachen und festzustellen, ob das Kabel noch in Ordnung ist. Jetzt haben wir ABS erwähnt, ProContent. Dann gibt es auch noch den Quattro-Antrieb in Verbindung mit der Automatik, die vollverzinkte Karosserie. Und das alles ergibt den Audi V8. Das zusammen mit dem V8-Motor, den 32 Ventilen, und macht ihn zu einem einzigartigen Auto. Vielen Dank, Herr Frehr. Vielen Dank.